Hey Leute, MT hier, sorry, ich mach den Motor aus, hat den Zart dran mit DB-Eater. Der DB-Eater ist deshalb rausnehmbar, weil die Schweißnähte, die ja laut Euro 4 Vorsatz sind, fast so schwach gesetzt sind, dass man den rausreißen kann mit ein bisschen Ruckeln und so. Und dann ist der DB-Eater draußen, dann ist er rausnehmbar. Solange ihr den DB-Eater drin habt, wird euch keiner was sagen. Sobald ihr ihn halt rausnehmt und eine Euro 4 Anlage auch noch zusätzlich im Spiel ist, dann könnte es kritisch werden. Also lasst euch damit nicht ertappen. Ist, glaube ich, der beste Ratschlag, den ich je hatte. Und ich hoffe, der Mythos ist aufgeklärt. Dann gibt es noch ein paar Mythen zum Zart, die ich auch vorweg sagen sollte. Wenn ich die jetzt mal anlasse, die ist echt relativ leise. Sobald man Gas gibt, also sie brabbelt, sie ist echt schon ordentlich laut, aber nicht Trommelfell beschädigend laut. Also eher auf der sportlichen Seite als auf der radikalen Seite, in meinen Ohren, Augen, aus meiner Sicht halt raus. Deswegen sollte euch das halt bewusst sein, dass ihr jetzt nicht gleich sagt, die Anlage ist illegal, denn Euro 4 Anlagen werden ja auch unter anderem gemessen, steht auf dem Typenschein drauf, bei dem Tunnel 7 jetzt bei 50 km/h vorbeifahren in einem vorgegebenen Gang. Oh, steil, kleine MT, also wir sind zu zweit, deswegen haben wir jetzt nicht so viel Power. Also ich gehe jetzt mal komplett vom Gas und warte, bis sie anfängt, Fehlzüngen zu schießen. Jetzt. Blop, 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 blop. Also im dritten Gang schon. Im zweiten sowieso und dann nochmal im ersten noch mehr, also mit DB-Eater. Fehlzüngen sind vorhanden. Ihr dürft nicht vergessen, ist nicht mein erster Tag, an dem ich die Anlage habe, deswegen hat mich wie ein Schnitzel gefreut, dass sich die MT komplett anders anhört und anfühlt. Was sind denn so die Vorteile einer Komplettanlage? Die Vorteile der Komplettanlage ist schon mal, dass sie Gewicht spart. Gewicht sparend ist deshalb wichtig, da die Maschine einfach noch handlicher wird und für viele Frauen einfach noch leichter zum Aufheben wird, ist jetzt kein Riesenersparnis. Es sind, glaube 4,5 Kilo laut Zart, aber es ist einfach unbeschreiblich gut. Ich bin jetzt keine Person, die sagt, boah, ist das krass, aus dem Alter bin ich raus, wo ich so viel zu und alles derbe feier.
ich versuche euch einfach diesen schönen, satten Sound rüberzubringen. Der ist extrem ausgewogen, das gefällt mir mega. Also egal aus welcher Drehzahl ihr beschleunigt, jetzt im ersten hört die Fehlzungen. Also die sind echt wirklich laut mit der Beta. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Er dröhnt nicht, er tönt, würde ich sagen. Also hört sich mega geil an. Und da hüpft die MT. Also vor allem, wenn man aggressiver fährt. Das sind noch relativ schwache Fehlzungen. Sobald die Anlage auf Temperatur kommt, im Sommer oder bei wärmeren Temperaturen, hat man deutlich mehr von den Fehlzündungen. Was mir auch wichtig ist, sie knallt nicht so hart hinten raus, dass ich mir Sorgen machen müsste um Mapping. Die Anlage kann gar nicht schädlich sein aufgrund der Lambda-Sonde, die passt das Gemisch automatisch an. Wenn jetzt nicht die Cops kommen. Da sind die Fehlzünder. Sobald sie etwas wärmer wird, fängt sie an. Also ich meine die Anlage. Fängt sie an, richtig Fehlzünder zu werfen. Macht mega Fun, muss ich sagen. Ich kann euch leider eines der geilsten Feature nicht zeigen, da ich gerade in der Beta drin habe. Beim Hochschalten, wenn ihr schnell genug hochschaltet, knallt die wie mit dem Quickshifter. Ah, jetzt hat man es gehört. Was? Also die knallt echt geil, wenn man richtig schnell hochschaltet. Beim Hochschalten knallen ist echt eine Meisterleistung. Okay, die Fehlzünder nehmen immer mehr und mehr zu. Das merkt man vielleicht, je mehr man sie rumscheucht, wird man vor allem im Sommer merken, desto mehr knallt sie und desto mehr Spaß macht sie. Das ist abnormal. Also, mir fehlen echt die Worte. Was den Charakter der Anlage angeht, kann ich nur einen Daumen hoch geben. Lautstärke darf jeder für sich selber entscheiden. Absolutes Highlight. Fast abgewürgt, Leute. Also, fahren will gelernt sein. So viel dazu. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei Philipp für die Zusendung der Anlage, bei Bose, bei Zart. Alle Links sind unten. Falls ihr wirklich Interesse habt an der Anlage, fragt nach. Für mich ist auf jeden Fall eine große Kaufentscheidung, dass der Debater trotz Euro 4 entfernbar ist. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Schauen. Lasst euch ein Like da, einen Kommentar, wie ihr sie findet. Und in dem Sinne. Come and save.